So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Pokémon. Warte, nein, falsches Projekt, wir sind ja bei natürlich bei Chaos Tournament. Ah, die letzte Aufnahme ist mal wieder ein bisschen her, würde ich mal sagen. Und ja, der gute Fabi ist immer noch dran gegen Team Gen 1. Und schauen wir uns mal an, wie er sich dagegen schlägt, ne? Ich gucke jetzt erstmal auf die Rundenzahl und das mich dann mal spoilern, wie er sich geschlagen hat. Och, ich habe mich ganz gut geschlagen gegen das Team, ne? Doch, doch, habe ich ganz gut gemacht, ne? Nicht so wie der letzte Part. Ich glaube, der letzte war, glaube ich, 3 Minuten. 3, 4? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt Big und Tamerman erstmal, weil ich mit dem Sir Crocodile Lead gerechnet habe. Er holt es natürlich raus. Er wollte einen Sandstorm rausbringen. Geht dann auf sein Pixie. Ja, der Kampftyp, ne? Der ist ja anfällig gegen die Fee. Und ich gehe erst auf die Bauchtrommel. Um erstmal schön Angriff zu maximieren. Und dann kriegt er kurz Schaden. Und dann aktiviert sich auch die Citrobeere, die dafür gedacht ist, um mich dann wieder hoch zu boosten, nachdem ich hier Bauchnabel gemacht habe. Gut, ich gehe auf die Kaskade und schaut auf diesen Damage. Unglaublich, einfach nur unglaublich, wie dieses Quapu, das Pixie, was mich in den letzten Kämpfen so getrollt hat, gewonnen hat. Ey, Quapu, Big und Hammermann, du hast drauf. Gut, dann kam dieses Pinsir und ich war mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, viel ausmachen konnte ich gegen das Pinsir auch nicht mehr. Glaube ich. Aber gut, er geht auf den Ruckzuckhieb und reicht es? Reicht es? Ja, tut es. Gut, damit war es dann auch mit Quapu. Er hat auf jeden Fall was Gutes gemacht, er hat das Pixie rausgehauen. Sehr gut, und als nächstes kam dann mein Arcani. Gut, der Bedroher, das war ziemlich praktisch, aber er wird ja eh. Gut, er geht dann auf sein Knackrack. Oh ja. Ja. Nicht so guter Schaden, ne? Aber akzeptabel. Akzeptabel. Gut, auf jeden Fall kriege ich jetzt einen Rückstoß. Der Seegesang heilt den Rückstoß wieder weg. Ja, also halb. So halb, Viertel. Dann kommt nochmal ein Sandsturmschaden, den wir bekommen. Und die nächste Runde rufe ich die natürlich zurück, weil eine Steinkarte Erdbeben. 11 Uhr morgens hier. Und eine Steinkarte. Oh, er hat. Ach du Scheiße. Okay, eine Drachenklaue. Allerdings kommt jetzt mein Schwächenschutz. Das Problem bei diesem Schwächenschutz ist jetzt leider nur. Natürlich, ich habe jetzt den höheren Angriff, aber es knackt schneller und es hat schon fast die Hälfte mit Multischuppe gemacht. Also macht das ohne natürlich K.O. Ihr habt es gerade gesehen. Ja, unvorteilhaft. Aber gut, als nächstes kommt Hephaistos, mein physisches Blurak. Er auf den Drachenklaue, und dadurch, dass ich die Drachenklaue prediktet habe, habe ich noch nicht auf Mega Glurak X gemacht. Aus dem Grund, weil ich es sonst one-hit worden wäre. Und das, meine Freunde, das hat mich richtig hart aufgeregt. Warum überlebt es vieles mit so einer wenigen KP? Mein, wenn ich ein Glurak gewesen, Mega Glurak ist gewesen, wäre, hätte ich es gewonnen, aber dann wäre ich vorher besiegt worden, ja. Das hat mich so mega aufgeregt, meine Freunde, so mega aufgeregt. Und wie man, glaube ich, merkt, ist, glaube ich, gescarft, weil andauernd nur Drachenklaue, Drachenklaue, Drachenklaue. Hm. Okay, auf jeden Fall gehe ich wieder auf den Ryan. Ja, ja. Der Bedroher macht seinen Angriff wieder runter und er switcht, glaube ich, jetzt, ne? Nein! Er opfert es quasi, weil es eh keinen Sinn mehr gehabt hätte, das Vieh drin zu halten. Und ich glaube, ich mehr Rauhaut und Rauhautschaden bekomme, als er gerade bekommen hatte, durch ein Turbo-Tempo. Gut. Was auch immer. Und sein über alles geliebtes Krotom kommt rein und ja. Gut, da denke ich mir so einfach nein. Einfach nein. Ich gehe auf Nimmersatt. Die Fettbombe hier. Und er geht auf den Voltwechsel. Und mal sehen, ob das bei Nimmersatt Schaden macht. Ihr seht es. Es macht so viel Schaden, das juckt, das kratzt ihn nicht mal. Dann geht er auf sein Excadrill. Ja, ja. Auf sein Excadrill. Und gerät in Schwebe, ne? Und er auf ein Erdbeben. Ja. Ja, physisch ist in der Relaxation nicht so toll. Wir gehen auf den Knirscher, damit ist wenigstens der Luftballon weg. Macht zwar. Wow! Relaxo, was ist denn los mit dir? Alter, Falter, das Relaxo hat ja richtig reingehauen, da sehe ich ja gerade. Was ein Angriff. Nicht schlecht.
Doch, nicht schlecht, muss ich zugeben. Auf jeden Fall tendiere ich jetzt hier auf den Flammenblitz, aber die Sache ist, ein Erdbeben wird schneller sein und wird mir wehtun. Weh. Nein, ey. Durch den Bedroher hätte es vielleicht doch nicht wehgetan. Egal, auf jeden Fall kommt sein Skrotom als nächstes. Ich gehe auf den Flammenblitz, weil er eigentlich predictbar war. Und ja, aber dafür, dass es ein Skrotom, also Rotom Wash ist, macht das schon Schaden. Muss man ehrlich zugeben, das macht schon Schaden. Aber gut, das reicht dann auch. Ich weiß gerade gar nicht. Ne, Sägesang. Ich war gerade, habe ich das gebändet? Nein, da war ja gerade kein Sägesang oder so. Oh mein Gott. Mein Poison Sting, mein super geiles Nidoking. Geht auf die Schlammwoge. Badum. Und die auch ziemlich gut reinhaut. Er geht wieder auf die Hydropumpe und die wehren sie noch einmal ab. Doppelter Hydro Pump Mist, Mann. Und wir gehen wieder auf die Schlammwoge, die dann das Skrotum auch vollendet. Sehr schön. Er schickt wieder Sir Crocodile rein. Und gegen Sir Crocodile gehen wir auf. Ja, der Sandsturm, der juckt uns beide nicht, weil das mich auch nicht trifft. Und dann gehe ich auf die Erdkräfte. Boom! Haut erstmal richtig schön rein. Und gibt ihm fast einen One-Hit. Ziemlich geil. Er geht auf den Knirscher. Der uns eigentlich nicht viel jucken dürfte, oder? Ja, sag ich doch. Er kriegt ein bisschen Überreste-Heal und entweder switcht jetzt, um den Sandsturm das nächste Mal nochmal rauszubringen, oder er bleibt drin und opfert es. Ja! Mein Team Gen 1 Team hier, das hat ganz schön gut reingehauen eigentlich, muss ich ehrlich zugeben. Schlecht war es auf jeden Fall nicht, ja? Nur halt, was ich immer wieder merke, weil ich immer wieder, ich habe halt über die Teams wirklich nur so von wegen, ach, das mag ich, das nehme ich, das mag ich, das nehme ich auch. Ach, das finde ich auch super, das nehme ich. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, von wegen, hey. Ja, nämlich ein Offensiv, Defensiv, physisch Offensiv, physisch Defensiv, habe ich alles gar nicht drauf geachtet, war mir alles egal. Nun gut, durch den Sandsturm erhält das doppelte Initiative und sagt dann nur auf Wiedersehen, Arcani. Und damit, meine Freunde, ist dieser Kampf auch vorbei. Wir haben wieder gegen Fabi verloren. Das nächste Team ist, glaube ich, Team Gen 2 und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann und ciao, euer KOH.